Also ich habe die Hack gemacht und bin noch mit meiner Bürokauffrau-Ausbildung in ein Büro gegangen, habe in einem Metallverarbeitungsbetrieb gearbeitet, habe mir aber dann dazu entschieden, dass ich eine Veränderung brauche, raus aus einem dauerhaften Bürojob und habe mich dann dazu entschieden, mich umzuorientieren. Genau, und bin dann so Richtung Makler gekommen. Makeln gefällt mir die Flexibilität, freie Zeiteinteilung, die diversen Felder von Büroarbeit über Kontakt mit Menschen, über mal rechtliche Themen prüfen, mal Richtung, also zur Gemeinde gehen, einfach diese vielseitige Arbeit. Ich habe nicht so große Erwartungen gehabt, aber ich habe mir eben erhofft, dass ich die Flexibilität dann habe und die habe ich jetzt auf alle Fälle. Remax, der Vorteil finde ich, ist zum einen das große Netzwerk, dass man einfach die Möglichkeiten hat, wirklich von überall aus gemeinsam Immobilien zu verkaufen, dass man wirklich zusammenarbeitet. Ich muss auch sagen, mein erster Verkauf als Makler war Haus in Kanada. Dank Remax war das möglich. Und ich sage jetzt einmal, Immobilienfirmen, die was jetzt nicht weltweit Standorte haben, haben die Möglichkeit so gar nicht. Und das ist sicher ein großer Vorteil bei Remax, das große Netzwerk und die Zusammenarbeit. Viel Motivation und Energie, gerade am Anfang, ist der Weg oft nicht so einfach, wie man sich erhofft. Durchhaltevermögen, ich sage jetzt einmal, man braucht sich ein gewisses Gespür für Menschen, sehr viel Empathie auch immer wieder. Also es ist doch ein sehr emotionales Thema für viele, Verkauf, aber auch Kauf. Und also wird jetzt halt Empathie sicher relativ weit nach vorne stellen. Und natürlich benötigt man genauso auch das Know-how und das Wissen im Background. Man sollte ehrlich zu seinen Kunden sein, man sollte Fachkompetenz haben, man sollte keine Vermutungen anstellen als Makler, sondern man sollte wirklich, wenn man was nicht weiß, nachschauen, nachfragen, aber nicht irgendwelche Mutmaßungen aufstellen, weil für das ist das einfach ein zu komplexes Thema. Ich denke, die Maklerei hat auf alle Fälle eine Zukunft. Auch trotz KI oder Digitalisierung denke ich, dass der menschliche Kontakt nach wie vor wichtig ist. Also eine KI kann unterstützen oder die verschiedensten Tools, aber ich glaube nicht, dass Menschen, wo es wirklich so eine große Investition tätigen, blöd gesagt nur mit einem Computer kommunizieren wollen, sondern wirklich auch nur im persönlichen Kontakt schätzen. Ich habe mal beim Fortgehen Hermann Mayer getroffen und er wollte mir mal ein Pizzastückerl zusammen essen, was ich nicht mit ihm teilen wollte. Ich denke, ich bin eher ein geduldiger Mensch. Also ich sage mal so, wenn bei mir mal der Faden reißt, dann ist schon sehr weit. Meine Hobbys sind, ich mache sehr gern Sport. Ich trainiere, ich gehe laufen, ich gehe gern mit meinem Freund und meinem Hund auf den Berg. Ich reise gern, gehe gern mit meinem Hund spazieren. Genau, das sind meine Hobbys.